Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder von unserer Terrassenküche. Und zwar, heute machen wir etwas auf Anfrage. Ich habe neulich mal in einem unserer Filmchen erwähnt, Schweineschmalz geht gar nicht, ist völlig unzeitgemäß, will keiner. Und dann habe ich ganz viele Anfragen gekriegt und jetzt machen wir eben Schweineschmalz. Ich muss dazu sagen, es gibt Schweineschmalz. Schweineschmalz, das wird gemacht aus Schweineflohmen. Dann gibt es Entenschmalz, also aus Entenflohmen und aus Gans. Gänseflohmen. Aber es sieht so aus. Man kann es nicht früher, als meine Kinder noch klein waren, konnte man es im Supermarkt kaufen. Ich habe andauernd Schmalz gemacht, auch als ich noch Journalistin war, einmal mit ins Büro genommen und so. Aber jetzt muss man es bestellen. Es ist, wie gesagt, nicht mehr ganz zeitgemäß. So sieht das aus. Das ist gewolft, so nennt man das, also durchgedreht. Und dann tut man das, ich beschreibe euch das jetzt ganz exakt genau, dann tut man diese Blumen in einen Topf und das schmilzt ganz schnell. Hier übrigens, ich habe das schon mal in der Küche geschmolzen. Wir haben gerade einen neuen, Martin, was haben wir gekriegt? Einen Stromzähler, ne? Genau. Deswegen musste ich das mal hier alles ganz schnell in der Küche machen. Ich stelle das jetzt mal an. Nein, ich will euch noch was dazu sagen. Dieses schmilzt ziemlich schnell. Und dann ist auf der Oberfläche von diesem Schmalz sind lauter so krümelige Dinge. Bräunliche, krümelige Dinge. Die wiederum will man nicht haben. Und dann schieße ich das durch ein Feinsieb, ein Spitzsieb, ein Feinsieb. Und dann bleiben diese Krümel da drin. In früheren Zeiten, wo es wirklich um jedes Fitzelchen Fett ging, hätte man das drin gelassen, logisch, ne? Aber wir sind ja nun schon mal ein bisschen hier verwöhnter. Ich möchte dieses klare Schmalz haben. Das mache ich jetzt mal an. Und dann... Das schmilzt ziemlich schnell. Dann zeige ich euch... Wo hast du eigentlich dein Mikro versteckt? Weil dein Ton geht immer wieder weg. Martin, sag doch was. So. Hast du als Kind gern Schmalz gegessen? Ja, wir haben sehr gerne Schmalz gegessen. Wir haben viel Schmalz gegessen. Ja. Man kann im Grunde genommen fantasiemäßig auch in moderne Zeiten hinein interpretiert ganz viel mit Schmalz machen. Früher hat man immer nur Zwiebel, Apfel. Ich mache dieses Mal allerdings auch Speck, Zwiebel, aber diese gerösteten, harten, Majoran, Apfel, Knoblauch. Das ist jetzt so die altmodische Variante. Aber ich mache euch nochmal, wir machen nochmal ein extra Filmchen mit verschiedenen originellen Sorten. Das zeigen wir jetzt aber nicht. So. Martin, ist das an? Es summt nicht. Es summt nicht. Jetzt summt es. Jetzt fängt es an zu summen. Dreh die Temperatur nicht zu hoch. Guck mal, was da steht. Okay. Das wird sowieso wahnsinnig schnell heiß. Wenn ihr das, ich mische dieses jetzt alles da rein, lasse es ein bisschen da drin schmurgeln und dann schütte ich es in so eine Schale. Das ist eine ziemlich dicke Porzellanschale. Ihr dürft keine Gläser nehmen oder irgendwas Dünnes. Das ist nämlich grottenheiß, dies hier. Und wenn das dann hier drin ist, dann warten wir ein bisschen und dann rühre ich das nochmal um, damit sich nicht alles unten absetzt oder oben. Also wie gesagt, hier ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr reintun, was ihr wollt. Im nächsten Filmchen, was wir separat machen, werdet ihr staunen, was ich da alles reintue. Zum Beispiel Martins Öhrchen. Und dann nickt er nur. Übrigens, irgendeine blöde Raupe frisst gerade meinen Buchsbaum auf, den mein Sohn Martin Stängelchen für Stängelchen selber gepflanzt hat. Hat jemand einen Ratschlag? Martin, wie heißt dieses Vieh, was das auffrisst? Ich weiß nicht genau, wie das Vieh heißt, aber ich gehe mal kurz rüber zur Hecke. Es ist so traurig, weil wir, also speziell Martin, jetzt so viel Liebe da in diese Hecke. Die habe ich von einem kleinen Zweig aufgezogen. Also das war einfach nur ein Zweigchen. Jetzt ist sie
mehr oder weniger hin und es geht, greift gerade auf diese hier über. Ist das irgendeine Spinne oder Raupe? Der Pilz ist es, glaube ich, nicht. Das sieht hier erstmal gut aus, hier ist ein Karotte. Wenn jemand eine Idee hat, bitte, bitte melden. Wir sind sehr dankbar. Seit unsere Fans alles so schön angucken, wissen wir ja auch, dass diese anfangs so unglückliche Pflanze eine Hängegranie ist. Wo wir nicht wussten, was das ist. Die du jetzt schon in die Kamera rein kopiert hast. Oh, Martin, nicht abknicken. Nein. Du hast die Kamera aus, ne? So, gleich fängt das Schmalz an zu kochen. Kommst du mit deiner Kamera hierher? Du hast die kleine Kamera, die da genau reinguckt. Okay, sieht nicht so aus. Trifft sie das? Ja, die hat so einen Weitwinkel, der manchmal ein bisschen störend ist. Das ist ja toll. So, jetzt mache ich mal schon mal ein Löffelchen Knoblauch rein, nicht den ganzen. Dann mache ich die Zwiebeln rein. Das sind diese, die kennt ihr auch alle, diese dänischen, ich esse mal bei IKEA einen Hotdog-Zwiebeln aus Dänemark. Also die dänischen, ne? Diese harten, die schon vorge... Wie heißt das? Gebratenen? Wie heißt das? Also keine frischen Zwiebeln. Geröstet sind die, glaube ich, ne? Geröstet sind die, glaube ich. Geröstet. Dann ist hier Speck, schön geröstet von mir und schön abgetropft. Dann haben wir hier Apfel. Ihr werdet sehen, wie schnell das geht. Jetzt nehme ich mal hier von die Hälfte Majoran. Und jetzt mache ich aus. Ich habe gerade mir den Mikrofonstecker ausgezogen. Was heißt das? Dass ich nicht weiß, ob man gehört hat, wie ich über die Hecke gesprochen habe. Aber du hast ja von der Hecke erzählt. Sonst musst du das nochmal sagen, Martin. Irgendeine blöde, gefräßige Raupe frisst gerade die von Martin. Spinne oder Raupe? Ich gepflanzte weiß nicht, was es ist. Buchsbaumhecke. So, jetzt tue ich das hier rein. Das, da komme ich mal ein bisschen näher. Warte. So, es ist alles brüllend heiß, also Schmalz ist wirklich, ich sag's euch, Freunde. Das ist richtig. Deswegen machen wir das ja eigentlich in so ein Tongefäß traditionell. Ja, aber ich wollte dieses so attraktiv machen, ja, weil ich das auch... Bin ja ganz bei dir. Ich verschenke gerne mal, du kennst mich doch. Ja. Ich schenke doch gerne meinen zahllosen Enkelkindern Dinge. Aber warte, ich werde da gleich noch was reintun. Sehr heiß. So. Jetzt, das ist meine große Dose, die ist ein bisschen übergroß. Aber das ist völlig okay so, denn ich werde sie nie vergessen. Das ist meine große Dose mit dem ganz, ganz groben Salz, was ich zum Beispiel verwende, wenn ich jetzt Tafelspitz mache. Das ist das gröbste Salz, was es gibt. Könnte aber der Schnee nicht auf die Straße machen, jedenfalls nicht von meiner Dose. So, Martin, willst du da mal ran mit der Kamera? War ich eben schon. Ja. Ich warte jetzt, bis das etwas... Das ist jetzt noch so durchsichtig, ne? Ja. Wie lange dauert das, bis das sich abkühlt? Das werden wir jetzt gerade mal beobachten. Ich glaube, unsere Drehzeit reicht dafür nicht. Das dauert doch bestimmt, bestimmt eine Stunde oder so. Naja, ich gehe auf jeden Fall immer mal wieder hin und wälze das so ein bisschen hin und her. Okay. Ich glaube, das geht ziemlich schnell. Und dann wälzt du das auch noch, wenn das ein bisschen fester wird, ja? Ja, ja, bis das richtig ganz fest ist. So, dass die kleinen Krümelchen da verteilt sind im Schmalz. Richtig.
damit sich das nicht unten alles am Boden absetzt. Ja. Ne? So, jetzt kommt eine schwere Aufgabe für mich, indem ich meine heißgeliebten Kindle anstelle. Ihr denkt bitte drüber nach über die Hecke. Ne? Während du suchst, tauche ich nochmal in die Hecke ein. So. Hier bin ich. Jetzt müsst ihr schnell gucken. Nino Haratischvili. Ha. Erzähl weiter. Die Katze und der General. Ich sage euch, das ist jetzt eine ganz große Freude für mich. Denn ihr habt ja alle gelesen, das achte Leben. So ein 700, 800 Seiten dicker Schinken. Dieser hier ebenso. Ist auch wieder so ein Riesending. Die Frau ist sehr jung. Die Frau wohnt hier in Hamburg. Die Frau schreibt ungeheuer gut und so faszinierend, dass, wie ich immer sage, ihr leider diese Woche nicht zur Arbeit gehen könnt. Ich bin sehr froh über dieses Buch, Die Katze und der General. Nähere Angaben dazu findet ihr auf unserer Seite, guckt uns auf Instagram, bucht uns, mailt uns, habt uns lieb und macht euch mal diesen Schmalz. Und du stehst hier noch eine Stunde und rührst, ne? Ja, Martin, und du gehst mal und wäscht mal die Blätter ab von diesem, was immer das ist. Ja, das ist das eine, ein Tier oder eine Bakterie? Ja, das eine hieß, dass es eine Spinne oder eine Raupe ist. Ich sehe aber keine Raupen, die da ihre Eier reinlegt. Und man soll mit dem Hochdruckreiniger rein. Mit dem Hochdruckreiniger? Ja, und mit dem Staubsauger. Interessant. Ein Staubsauger? Man kann seinen Staubsauger aber vergessen. Hi, naja. Da kommt mein Hundesitter. Da kannst du aber, ja. So, ihr Lieben. Tschüss. Ich habe hier einen Hund, der wird jetzt abgeholt. Bellt schon, wie ihr hört. Und wir machen weiter.